Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Out-of-Map-Glitch zeigen, mit dem ihr perfekt leveln könnt und eure Waffen unter anderem auch leveln könnt. Alles was ihr dafür braucht, ist euer Ätherschleier auf Stufe 3 und eure Selbstwiederbelebung auf Stufe 2. Ihr stellt euch hier, Leute, neben dem Baum, guckt dahin, aktiviert euren Ätherschleier, dann läuft ihr am Zaun entlang. Ich habe schon vorher ein Under-the-Map-Glitch-Video hochgeladen, das ist ungefähr der gleiche Weg erstmal. Werde ich euch noch mal oben verlinken. Wenn ihr dann hier beim Tunnel seid, dann geht vorsichtig auf den Betonboden, duckt euch und geht durch den Boden. So Leute, jetzt sind wir bei dem alten Under the Map Glitch Spot, wo ihr hier die Zombies abschießen könnt. Oder wenn ihr hier nach vorne geht und hier bei der Pumpgun springt, dann versammeln die sich dort. Oder ihr läuft jetzt unter dem Flugzeug hier und schießt die Zombies von der Seite ab, von hier. So, aber das ist nicht der Glitch, den ich euch zeigen will, sondern ihr müsst hier auf diese Plattform springen. So, von hier aus springt ihr dort rüber. Und von hier aus, Leute, müsst ihr dahin springen, wo ich hinziele. Passt auf, ihr könnt rausfallen, also macht das vorsichtig. Springt dann rüber und ihr seid hier drinne. Von hier aus, Leute, können euch die Zombies nicht hitten und ihr könnt perfekt auf deren Köpfe schießen oder Messern oder was auch immer, welche Waffe ihr leveln wollt. Und ja, was ihr aufpassen müsst, wenn ihr die Hunde zu nah bei euch tötet, dann macht euch das Gas ein bisschen Damage. Aber wenn ihr Schild dabei habt oder Juggernaut und die schnell wiederbeleben, dann sollte das kein Problem sein. Ihr hielt euch schneller, als ihr sterben könnt. So, wenn ihr hier wieder raus wollt, Leute, aktiviert einfach euren Ätherschleier und ihr seid wieder in der Map. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Video habt, könnt ihr gerne in meinen Discord joinen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich beantworte euch dort alle Fragen, sowie auch in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ciao!